Ich musste viel fahren. Ja, ich habe meinen Tag in Straßburg gewonnen, war heute Mittag den Medientag in München. Und leider ist die Fahrt durch Baden-Württemberg fast immer ein unberechenbares Verkehrserlebnis. Eigentlich sollte ich 6:30 hier sein. Also danke für die Geduld. Ich muss ja zu mir jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel mehr erzählen. Steigen wir ruhig direkt in das Thema ein. Ich muss da vielleicht einen kleinen Warnhinweis vorweggeben. Sie hören jetzt zum Thema Energie. Am Rande ein bisschen auch Klima, möglicherweise etwas, was Sie möglicherweise noch nie gehört haben und was den einen oder anderen von Ihnen schockieren wird, weil es in der Regel diametral zu dem steht, was Sie sonst über das Thema Energiepolitik, Energiewirtschaft in der Zeitung lesen oder überhaupt in der veröffentlichten Meinung wahrnehmen. Ich persönlich bin der Energiewirtschaft in keiner Weise verbunden. Ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich nur deshalb, weil ich seit 8 Jahren Abgeordneter bin. Und zwar in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments für Umwelt auf der einen Seite und für Industrie, Forschung und Energie auf der anderen Seite. Und da gibt es natürlich viele Schnittstellen und ich weiß nicht, wie gut Sie sich mit der Europäischen Union beschäftigt haben und die Art, wie, welche politischen Entscheidungen dort getroffen werden. Im Grunde genommen ist die EU ja faktisch die Mutter der Klimapolitik, letztendlich auch ein bisschen die Mutter der Energiepolitik. Denn die Vorgaben für die Nutzung erneuerbarer Energien zum Beispiel oder auch Energieeffizienzgesetzgebung oder auch Biokraftstoff, das ist auch ein Energiethema, wird ja im Wesentlichen dort entschieden. Ein paar Thesen will ich einfach mal in den Raum stellen und die dann in den nächsten Minuten etwas intensiver erläutern. Und dann haben wir, wenn Sie noch Lust haben, dann auch noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionen. Ich muss jetzt die halbe Stunde wieder aufholen, die wir jetzt hier quasi verloren haben. Ich glaube, dass die Energiewende, so wie wir sie vor 2 Jahren in Deutschland, letztes Jahr war das ja eigentlich, vollzogen haben, faktisch gescheitert ist. Warum? Weil wir aufgrund eines Ereignisses in Japan, das mit uns eigentlich mittelbar, unmittelbar relativ wenig zu tun hat, auf einen Energieträger faktisch schneller verzichtet haben, als das ohnehin geplant war, nämlich die Kernenergie, ist ja kein Geheimnis. Kernenergie machte bis dato im Jahr 2009 noch ein bisschen mehr als 20% der deutschen Stromerzeugung aus. Ich habe jetzt die Zahlen heute Nachmittag nochmal angeschaut, bevor ich ein bisschen weggefahren bin. 2011 war es noch 17. Das heißt also, man sieht die rabiate Abschaltung einiger Kraftwerke, die danach nicht in Betrieb wieder gegangen sind, haben sofort dazu geführt, dass auch der Energiemix sich verändert hat. Die Energiewirtschaft ist wahrscheinlich der Wirtschaftszweig, der am meisten und intensivsten politisiert und ideologisiert ist. Ich kenne keinen anderen, der derart heftigen wirtschaftlichen und politischen Diskussionen und auch Interventionen der Politik ausgesetzt ist. Es gibt viele, viele andere Wirtschaftszweige, wo es natürlich auch politische Einflüsse gibt. Chemieindustrie, die sich mit Chemikaliengesetzgebung auseinandersetzen muss, die Autoindustrie, die ständig politische Diskussionen aushalten muss. Aber es gibt wahrscheinlich keinen zweiten Wirtschaftszweig, der derart stark beeinflusst ist von politischen Vorgaben, Maßnahmen, Marktintervention. Eine Gleichung wird nicht funktionieren, nämlich die, die wir leider in Deutschland immer auf eine sehr zugespitzte Weise diskutieren, nämlich dass wir auf der einen Seite einen Technologiebringer als Teufelszeug beschreiben, empfinden und auf der anderen Seite einen anderen Energieträger als Heilsbringer betrachten. Also die Gleichung Atomkraft aus, Erneuerbare ein, heißt in Deutschland im Wesentlichen Windräder und Solarzellen, wird nicht funktionieren. Ich denke, es sind auch bekannte Gründe, warum das nicht geht, denn letztendlich ist es nicht möglich mit den erneuerbaren Energieträgern, also insbesondere mit Photovoltaik und Wind, es gibt ja noch ein paar andere, aber um die geht es im Wesentlichen. Wasserkraft wäre zum Beispiel durchaus auch grundlastfähig und auch verlässlich einsetzbar, aber davon haben wir aus geologischen Gründen in Deutschland nicht genügend Ressourcen. Es wird also nicht klappen, diese Lücke, die die Atomkraftwerke reißen, durch die Erneuerbaren zu ersetzen. Ich habe den Eindruck, dass in der veröffentlichten Meinung der Bundesrepublik gerne diese Gleichung so aufgemacht wird. Die Realität zeigt auch jetzt schon, nachdem Atomkraftwerke ja jetzt auch schon nicht wieder angefahren wurden, dass es einen Gewinner gibt, über den kaum jemand redet. Das ist vor allem die Kohle.
Wenn Sie sich den Energiemix Deutschlands anschauen, sind das ja etwas mehr als die Hälfte fossile Energieträger. Es waren ein bisschen mehr als 20 Atomenergie und der Rest verteilt sich mehr oder weniger auf die bekannten erneuerbaren Energien. Die Lücke, die da aufgerissen wird, kann unterm Strich nur geschlossen werden, entweder indem wir uns in Deutschland den Ruck geben, neue fossile Kraftwerke zu bauen oder eben die Lücke durch Stromimporte zu schließen. Je nach Jahreszeit und je nach Strombedarf hatten wir im letzten Winter auch schon die Situation, dass wir viel Strom aus dem benachbarten Ausland zukaufen mussten. Und es ist natürlich klar, dass es sich dabei nicht um tschechischen und französischen Solar- und Windstrom gehandelt hat, sondern vor allem um Strom, der vor allem aus den Kernkraftwerken der umliegenden Länder gewesen ist. Ich will an der Stelle mich jetzt gar nicht zum, muss vielleicht auch noch fast ein bisschen vorwegschicken, und jetzt nicht der Protégé irgendeines Energieträgers sein, schon gar nicht der Kernkraft und auch nicht der fossilen, sondern ich beleuchte das im Wesentlichen aus einer ökonomischen Perspektive. Wir müssen vielleicht, wenn man über Energiewirtschaft spricht und Energieversorgung spricht, mal ein bisschen mehr die Frage stellen, was rechnet sich? Und zwar von selbst. Wenn man diese Frage heute stellt, mal angenommen, wir würden uns in eine tatsächlich marktwirtschaftliche Energiepolitik begeben, was also heißt, dass der Staat eigentlich darauf verzichtet, sich in die Produktion einer Kilowattstunde Strom einzumischen, dass der Staat darauf verzichtet, Technologienutzungsziele vorzugeben. Was wäre dann? Da hätten wir in Deutschland wahrscheinlich weder Atomkraft noch erneuerbare Energien und trotzdem genug Strom. Warum? Weil es genügend fossile Energieträger gibt, übrigens auch im ausreichenden Umfang verfügbar, die sich rechnen. Schauen Sie sich die Kosten für die Produktion einer Kilowattstunde Strom an, der einzelnen Energieträger liegt roundabout, pauschal jetzt gesagt, das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, für Kohle und für Gas bei etwa 5 Cent pro Kilowattstunde Strom. Die Atomkraft liegt sogar noch darunter. Wind liegt im Schnitt, kann man nicht ganz pauschal sagen, im Schnitt bei 10 Cent pro Kilowattstunde und die Photovoltaik bei 30. Wichtig ist noch, machen wir auch gleich eine Zwischenfrage, aber ich würde gerne, dass wir nicht in die Diskussion einsteigen, ist vielleicht eine Verständnisfrage stellen. Sie sagen, die Produktionskosten betragen 10 Cent. So, was ich mich dann natürlich frage, ist, geht dem EEG irgendein Passus, zumindest habe ich das, glaube ich, mal gehört, bei einer erneuerbaren Energiemesse in Kandel, dass die Windkraft 9 Cent als garantierte Einspeisevergütung bekommt. Es gibt Windräder, die verkaufen ausschließlich über diesen EEG-Mindestbetrag ihren Strom. Wie sollen da die Produktionskosten bei 10 Cent pro Kilowattstunde liegen? Bis am Ende wird das eine Mischkalkulation der Betreiber sein. Ich glaube, man muss hier bei den erneuerbaren Energieträgern immer eins wissen, die sind halt nicht verlässlich. Ja, ob die Strom produzieren und wie viel, hängt im Wesentlichen von den Witterungsbedingungen ab. Deswegen gibt es ja oft auch von der Windkraftlobby, gibt es dann jedes Mal eine Pressemitteilung, wenn so viel Windstrom anliegt, dass er in dem Moment, wo er erzeugt wird, gar nicht verbraucht werden kann, plötzlich der Preis für den Strom an der Strombörse fällt. Kommt aus Leipzig, das ist die Strombörse, kann man sich sowas wunderbar anschauen. Das ist aber eigentlich eine Milchmädchenrechnung, denn die Besonderheit des Produktes Strom liegt ja darin, dass es in dem Moment, wo es erzeugt wird, auch einen Abnehmer für geben muss. Wenn der Abnehmer nicht da ist, muss man die Anlage abschalten. Beziehungsweise man muss eben auch in dem Moment, wo die Nachfrage da ist, für die Versorgung sorgen. Und an der Stelle funktioniert die Rechnung und die Gleichung mit den erneuerbaren Energieträgern unter gar keinen Umständen. Selbst wenn es eines Tages gelingen sollte, die erneuerbaren Energien zu marktfähigen Preisen zu produzieren, also ohne, dass es ein Einspeisevergütungsgesetz geben muss. Wir haben jetzt im Moment ein Gesetz, in dem drinsteht, dass der Betreiber einer Windkraftanlage oder der Betreiber eines Solarpanels vom Staat garantiert bekommt einen im Gesetz niedergeschriebenen Kilowattstundenpreis. Der wird im Moment mal wieder gesenkt, weil die Kosten dieser Umlage aus dem Ruder laufen.
Aber es gibt halt einen staatlich garantierten Preis. Selbst wenn wir das mal irgendwann überwinden können und diesen Strom zu tatsächlich wettbewerbsfähigen Preisen produzieren können, wäre die Strommenge, die man aus diesen Energieträgern generieren könnte, niemals annähernd ausreichend, um eine Industrienation wie Deutschland mit Strom zu versorgen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die erneuerbaren Energieträger, das ist eine Gleichung, die ich vor 30 Jahren in der Schule gelernt habe, sind allenfalls Ergänzungen, Additive zu den Energieträgern, die wir ansonsten heute kennen. Sie sind nicht in der Lage, fossile, letztendlich auch Kernkraft, wenn man sie zu fossilen mitrechnen will, ersetzbar. Das ist der entscheidende Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, wenn man sich über Zukunft der Energieversorgung und Wirtschaft anschaut. Deswegen ist die klare Gleichung oder die Konsequenz aus der Energiewende, wenn sich Deutschland dazu aufrafft, aus der Atomkraft auszusteigen, ist ja nun final entschieden. Das war übrigens auch schon vor der Entscheidung des letzten Jahres entschieden. Wir haben das letztendlich nur vorgezogen, ein paar Jahre mit dem Ausstieg noch ein paar Jahre vorgezogen. Dann ist klar, dass die Lücke geschlossen werden muss durch den Neubau von fossilen Kraftwerken. Es kommt dann immer sehr häufig das Argument, ja, aber die fossilen Energieträger sind ja auch endlich und Kohle und Gas geht ja irgendwann zur Neige und wir müssen ja mal irgendwann dieses fossile Zeitalter überwinden. Kann ich an der Stelle nur sagen, mitnichten. Niemand, der hier im Raum sitzt, könnte jetzt sagen, ich gehe eine Wette ein, oder wird man möglicherweise nicht mehr einlösen können, wird in seiner Lebensspanne eine Energiewelt erleben, in der überwiegend aus den heute bekannten erneuerbaren Energieträgern die Energie zur Verfügung gestellt wird. Das ist physikalisch und ökonomisch nicht möglich. Ich mache die Fragen dann später. Ich will vielleicht noch ein bisschen auf die internationale Situation eingehen, in der wir uns befinden, und vielleicht auch noch ein paar Aspekte bringen, die vielleicht auch ein bisschen neu sind. Der Energiehunger der Welt ist gewaltig groß, insbesondere Asien. Da muss man da betrachten, die politischen und ökonomischen Gewichte der Welt haben sich in den letzten 20 Jahren auf eine rasante Art und Weise nach Asien verschoben. Dort findet das dynamische Wirtschaftswachstum statt, auch echtes Wachstum. Denn es ist ja so, dass insbesondere in China, das gilt aber zum Beispiel auch für Länder wie Indien, nach wie vor mehr als die Hälfte der Bevölkerung keinen Zugang zu elektrischem Strom haben. Und gerade die chinesische Regierung, die 1,4 Milliarden Menschen unter sich hat, die hat natürlich zunächst mal ein Ziel. Sie muss diesen Menschen Perspektiven bieten und salopp gesagt, sie auch ruhig halten. Und das kann man nur, wenn man dort wirtschaftliche Perspektiven bietet. Und das fängt mit sowas wie Energieversorgung an. Es ist vollkommen klar, dass dieser Strom, der dort gebraucht wird, zuallererst aus den Energieträgern kommen wird, die am preiswertesten sind und nicht zuallererst aus denen, die am teuersten sind. Das heißt, auch hier reden wir wieder von Kohle und vor allem, komme ich gleich noch mal im Einzelnen drauf, von Gas. Die Chinesen haben in den letzten 5 Jahren ungefähr 500 Kohlekraftwerke gebaut. Immer mehr auf dem neuesten technischen Stand, das sind nicht unbedingt mehr Dreckschleudern, wie wir landläufig bei uns sagen würden. Das zeigt auch, das ist ein Nebenaspekt, warum es unmöglich ist, Punkt zur Klimapolitik, ein internationales Klimaabkommen zu erreichen, das Kyoto ersetzt. Ende des Jahres läuft das aus. Das ist der entscheidende Grund. Es liegt an den unüberwindbaren ökonomischen Interessensunterschieden zwischen Asien und der westlichen Welt. Die Asiaten sagen halt, wir können uns bei Strafe unserer politischen und wirtschaftlichen Stabilität nicht auf Emissionsminderungen einlassen. Wir brauchen die verhältnismäßig preiswerten Energieträger, um uns zu entwickeln. Ja. Fukushima, das Ereignis, was sich irgendwie ins deutsche kollektive Gedächtnis wahrscheinlich einbrennen wird, ähnlich wie Tschernobyl, wo wir davon überhaupt nicht betroffen sind, wird an der Tatsache, dass Atomkraft einen entscheidenden Anteil am weltweiten Energiemix haben wird, nichts ändern. Wir haben im Moment, roundabouts kommt darauf an, was man zählt und wie man zählt, 60 neue Kernreaktoren im Bau. Vermutlich wird nicht alles davon realisiert, weil Fukushima eben auch dazu geführt hat, dass die Sicherheitsanforderungen an die Kraftwerke höher werden und demzufolge wird der Bau dieser Kraftwerke immer teurer. Das heißt also, dieser Unfall in Fukushima wird nicht dazu führen, dass die Welt aus der Kernkraft aussteigt.
trotz aller Diskussionen, die darüber geführt werden, weil die Verheißung aus dem preiswerten Strom, den man daraus generieren kann, eben doch größer bleibt. Es kann aber passieren, dass eben ein paar Kraftwerke als geplant gebaut werden, wird auch wieder nur geschlossen durch fossile Energieträger. Kann man in den Energiemix-Betrachtungen ohne weiteres auch nachvollziehen, dass das jetzt schon der Fall ist. Und jetzt kommt ein wichtiger, entscheidender Aspekt. Wir erleben derzeit, wer aufmerksam Zeitungen liest und vielleicht auch ein bisschen intensiver sich in die Energiewelt hineinliest, das haben wir schon mitbekommen, eine Überraschung, fossile Revolution. Und zwar auf dem Gasmarkt. Wir haben, als ich 2004 ins Europäische Parlament gewählt wurde, war eines meiner ersten Lobbygespräche ExxonMobil. Der Abgeordnete verbringt ungefähr 30% seiner Zeit damit, sich von Interessen bespaßen zu lassen, von Umweltverbänden bis Industrie, ist da immer alles dabei. Und ich kann mich erinnern, dass die ExxonMobil-Leute 2004, das ist wie gesagt jetzt 8 Jahre her, damals in einem Nebensatz erwähnt haben, dass es Gas auf der Welt noch und nöcher gibt, aber dass sich das Gas vor allem in sogenannten unkonventionellen Formationen befindet, die wirtschaftlich nicht zu explorieren sind, man nicht fördern, rechnet sich nicht. Und dieser Fakt hat sich durch den technischen Fortschritt bei der Gasexploration rasant verändert. Und zwar ohne, dass irgendeine Regierung dazu politische Pläne machen musste, ohne dass Einspeisevergütungen oder irgendwelche Tax Incentives da gemacht werden mussten, empfehle ich da einen Blick in die USA. Diese sogenannten Shale Gases, das ist der Begriff, der da häufig verfällt, also Gas aus unkonventionellen Gesteinsformationen, hat in den USA zu einem Gasförderboom geführt, der die Energiewelt von den Füßen aus dem Kopf stellt. Es sind 2 Millionen Jobs entstanden und es ist absehbar, dass die USA noch in diesem Jahrzehnt unabhängig werden von Gaslieferungen, insbesondere aus dem Nahen Osten, überhaupt aus dem Ausland. Nicht nur das, sogar zum Gasnettoexporteur werden. Wir haben die interessante, historisch einmalige, fast kuriose Situation, dass Gas in den USA ein Viertel von dem kostet, zu dem man es im Nahen Osten auf der Arabischen Halbinsel erwerben kann. Das klingt jetzt ein bisschen märchenhaft, was ich da sage. Manch einer, der das noch nie gehört hat, oder sagen, der Kramer spinnt, was der da für Märchen erzählt. Diese Shale Gases sind der Game Changer. Die stellen alles auf den Kopf. Jede Energielieferbeziehung, von der Sie in den letzten Jahren gehört haben und die auch letztendlich geostrategische, auch außenpolitische Entscheidungen zur Folge hatte, werden sich dadurch verändern. Denn die USA sind eben in absehbarer Zeit nicht mehr abhängig von Lieferungen aus dem Nahen Osten. Das heißt, die Frage, ob die Amerikaner freiwillig demnächst noch bisher aus strategischen Gründen Militärbasen in Saudi-Arabien und ringsum den Persischen Golf unterhalten, dürfte damit auch gestellt sein. Es ist kein amerikanisches Phänomen. Diese Shale Gases sind faktisch überall auf der Welt verfügbar. In Europa gibt es erhebliche Vorkommen, vor allem in Polen und in Großbritannien. Auch in Deutschland übrigens gibt es genügend davon. Wie wir es schon mitbekommen, in Nordrhein-Westfalen sind die Vorkommen gewaltig. Eine Studie der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe hat im April diesen Jahres vorgebracht, die Aussage, diese Vorkommen sind groß, sie sind bei weitem nicht so erheblich in ihrem Ausmaß wie in den Nachbarländern. Sie wären aber nutzbar und sie könnten einen Beitrag zur Energiesicherheit leisten. Wie Sie vielleicht wissen, tun wir uns in Deutschland mit solchen technologischen Entwicklungen in der Regel schwer. Soll heißen, dass wir eher die Umweltbedenken, die sich mit der Exploration dieser Gasvorkommen auseinandersetzen, in den Vordergrund rücken und das dann im Moment erstmal lieber nicht machen. Ist aber völlig unabhängig von der Frage, ob Deutschland diesen Weg nun geht oder nicht, wird diese Vielzahl neuer Anbieter auf dem Gasmarkt dazu führen, dass sich die Anbieter- und Lieferbeziehungen rasant verändern. Die Nationale Energieagentur rechnet damit, dass der Gaspreis in den nächsten 8 Jahren, also bis zum Ende des Jahrzehnts, weltweit um bis zu 30% fallen kann. Und das stellt natürlich alles auf den Kopf. Das dürfte auch den Neubau einiger Atomkraftwerke auf den Kopf stellen, weil Gas natürlich viel billiger ist, auch ein Gaskraftwerk zu bauen viel billiger ist als Atomkraft.
Interessante Entwicklung übrigens in Frankreich. Frankreich ist ja bekanntlich Atomland. Wir haben über 80% des elektrischen Stroms durch Kernkraft erzeugt. Frankreich war einer der ersten Länder, wo die Regierung gesagt hat, wir machen diese Shale-Gas-Story nicht mit, die üblichen Umweltbedenken in den Vordergrund gerückt. Dahinter stand aber eigentlich ein ganz anderes Interesse, nämlich die eigene Atomlobby zu schützen vor einem neuen Wettbewerb. Es gab jetzt mit der Wahl des neuen Präsidenten Hollande vor einigen Wochen eine interessante Kehrtwendung der französischen Politik. Die ist noch nicht formal bestätigt, aber es wird eben neu, es gibt einen neuen Zungenschlag, der da heißt, naja, wir können uns den ökonomischen Gegebenheiten und ökonomischen Chancen, die sich daraus entwickeln, eben nicht entziehen. Halte ich aus einer französischen Perspektive für eine sehr interessante Kehrtwendung. Es könnte sein, dass auf europäischer Ebene Deutschland das letzte Land ist, dass, wenn wir in Brüssel über die Möglichkeit von Gas aus unkonventionellen Ressourcen diskutieren, dass dort ernsthafte Bedenken anfällt. Polen lassen sich das Butter da nicht vor Brot nehmen. Die sind sehr stolz darauf, dass sie plötzlich über solche Möglichkeiten verfügen. Und Großbritannien, das bekannterweise schon vor 10 Jahren mal gedacht hatte, bei uns geht das Gas aus. Großbritannien hat eine Kehrtwendung vollzogen hin wieder zur Atomenergie und merkte, dass das Nordseegas alle wurde. Es gibt auch in Großbritannien so viel Shale Gases, dass dort die Gasturbe entsprechend kommen wird. Und das müssen Sie im Hinterkopf behalten, wenn wir über Energiewirtschaft der nächsten Jahre und Jahrzehnte sprechen. Denn dieser Neuzugang, diese fossile Revolution, wenn Sie so nennen, kann man getrost auch so nennen, die stellt alle, aber auch alle Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die in den letzten Jahren auch für erneuerbare Energieträger gemacht wurden, auf den Kopf, müssen neu gemacht werden. Ich habe ja auch für die erneuerbaren Energieträger, Wind und Solar, eine ganze Reihe von manchmal auch politisch motivierte und vielleicht auch ein bisschen zu optimistische Berechnungen, wann der Break-Even mal erreicht wird, dann die sich von selber rechnen. Dieser billige Energieträger Gas in immensem Ausmaß vorhanden und geografisch sehr breit verteilt, wird auch hier als Wettbewerber gegenüber diesen Energieträgern dann in den Markt. Und das wird einmal mehr wahrscheinlich den erneuerbaren Energieträgern, die ja im Grunde genommen nur deshalb Strom produzieren, weil sie politisch unterstützt werden und nicht, weil wir das alle mit Strom daraus gerne kaufen, einmal mehr das Leben schwer. Fazit dieser Entwicklung: Die Energiewelt der Zukunft wird aller Voraussicht nach viel fossiler aussehen, als wir das alle heute erzählt bekommen und teilweise in Lehrbüchern in den letzten Jahren gelesen haben. Die erneuerbaren Energieträger, insbesondere die wir heute kennen, stehen nicht vor dem Durchbruch. Ich weiß, dass das manch einer nicht so gerne hört, insbesondere wenn er sich gerade aus der erneuerbaren Energiewirtschaft kommt, da wird man da schnell als Ketzer verschrien. Das ist eine ökonomische Aussage, keine politische. Europaweit, wir müssen vielleicht anders anfangen, diese große Fördermaschinerie für die erneuerbaren Energien, die ja vor 10, 15 Jahren irgendwann in Gang gesetzt wurde, hatte eine einzige Begründung, ist auch die, die gesellschaftlich akzeptiert wurde und die auch mit immensen Kosten verbunden letztendlich war, ist der Klimaschutz. Es ging darum, die CO2-Emissionen zu mindern, die im Wesentlichen ja aus der Energieumwandlung kommen, also wenn Kohle verbrannt wird und Gas verbrannt wird, CO2-frei und das zu mindern und zu ersetzen durch erneuerbare Energieträger als Ziel. Dafür hat man erneuerbare Energien Ziele gemacht und eben mit unterschiedlichen Modellen staatliche Förderung. In Deutschland ist das Einspeisevergütungsgesetz, das ist EEG, Erneuerbare Energiegesetz, die Einspeisevergütung. Diese Politik ist europaweit, also die Förderung erneuerbarer Energien, auf dem Rückzug. Aus einem ganz simplen Grund: Diese Politik wird zu teuer. Es gibt kein europäisches Land, das nicht in den letzten Jahren rasante, teilweise radikale Kürzungen der Förderung Erneuerbarer vorgenommen hat. Spanien ist eines der Beispiele, wo er fast schon die Ohren schlackern, wenn man das mitbekommt. Dort wurden die Förderungen für den Betrieb von Solarpanels direkt aus dem Staatshaushalt gezahlt und nicht auf dem Umweg, also dass es auf ihrer Stromrechnung landet. Und wie wir alle wissen, steht ja Spanien wie andere südeuropäische Länder auch vor dem Problem zu hoher öffentlicher Defizite. Wir müssen Schulden reduzieren
Wirtschaftskraftprobleme und dann sind diese Dinge die ersten, die radikale Kurs wären. Es gab in Spanien einen Radical Cut der erneuerbaren Förderung und was sehr bemerkenswert ist, sogar rückwirkend. Rückwirkend ist mit Sicherheit ein ziemlich rasantes Beispiel, ein rasanter Eingriff. Denn es bedeutet, versetzen sich mal der Betreiber eines Solarpanels, der kalkuliert halt mit einer Einnahme vielleicht einen Kredit aufgenommen, um sein Dach da zu bepflastern. Und dann muss er von dem, was er schon eingenommen hat, was zurückzahlen. In Deutschland wäre das undenkbar, noch eine rückwirkende Kürzung dieser Einspeisevergütung vorzunehmen, denn da gibt es sowas wie Rechtsschutz. Das ist bei uns nicht absehbar. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass in Deutschland die Kosten des Erneuerbaren Energiegesetzes aus dem Ruder laufen. Man kalkuliert, dass der rasante Zubau, insbesondere von Solarzellen, wenn sie sich auf Deutschlands Autobahnen bewegen, kann man ja fast die Augen nicht mehr verschließen vor den riesigen Solarfeldern, die da gebaut werden, sorgt dafür, dass die Deutschen, jüngste Rechnung von letzter Woche, bis zum Jahr 2030 300 Milliarden Euro zusätzlich nur für den Betrieb dieser Anlagen ausgeben werden. Also für das Wind und Solar mit einreichen. Das heißt, es wird, könnte auch hier etwas anders formulieren, es gibt einen Punkt, der ist noch nicht da, aber ich glaube, er ist nicht mal so weit weg davon, wo die Akzeptanz der Bevölkerung für die Kosten dieser Energieträger in Frage steht. Ja, im nächsten Jahr trifft möglicherweise bei Ihnen nicht so sehr Sie selbst, sondern wer noch kein eigenes Einkommen hat, das sind das eher die Eltern, eine um 50% steigende Umlage aus dem Erneuerbaren Energiegesetz. Das macht sich aus den Energierechnungen, die Ihre Privathaushalte zu bezahlen haben, bemerkbar. Das heißt, wir werden erleben, dass es politische Diskussionen geben wird, übrigens meiner Ansicht nach völlig egal, welcher politischen Couleur, die Kosten für die erneuerbare Energieförderung zurückzufahren, weil die Akzeptanz dieser Kosten der Bevölkerung sehr stark zurückgeht. Und dann kommt natürlich noch ein Aspekt hinzu, den will ich aber nur am Rande erwähnen. Ich gehe aber gern darauf ein, wenn ich danach gefragt werde, das ist nicht das heutige Thema. Nächste provokante Aussage. Diese Klimaschutzagenda, die in den letzten 20 Jahren für ein Haupt Treiber politischer Entscheidungen in der Politik gewesen ist, scheint uns abhanden zu kommen. Der Grund, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, es ist international nicht durchsetzbar, dass alle relevanten Staaten, die mit uns im Wettbewerb letztendlich stehen und auch in den letzten Jahren relevante Wettbewerber geworden sind, gerade in Asien, ein Klimaabkommen zu erzielen. Das ist spätestens seit 2009, seit dem Kopenhagen-Gipfel, eine politische Gewissheit. Es ist keine taktische Verhandlungsposition dieser Länder, sondern ein ganz klares No, das können wir nicht tun. Und auch, wir haben ja ein denkwürdiges Jahr, 2012 feiern wir, wenn man das so nennen will, 20 Jahre internationale Klimapolitik. Alles fing an 1992 mit dem Gipfel in Rio, dem globalen Gipfel, wo die Welt sich dazu entschlossen hat, wir müssen jetzt Klimaschutz auf die Tagesordnung setzen. Das mündete dann in dem Kyoto-Abkommen Ende der 90er Jahre. Läuft, wie gesagt, Ende 2012 aus. Wir haben, das ist eine Rechnung für Ökonomen, wie viel Geld ausgegeben, um diesen Klimaschutzgedanken gerecht zu werden. Ich habe gerade die Summe 300 Milliarden genannt für Erneuerbare, die Deutschen bis 2030 voraussichtlich zahlen werden müssen. Diese Politik hat zu allem Möglichen geführt, vor allem zu steigenden Energiepreisen, zu fragwürdigen ordnungspolitischen Entscheidungen. Ich erinnere nur an Produktverbote, à la Glühbirnenverbot ist nicht das Einzige. Aber zu einem hat es nicht geführt, nämlich zu sinkenden CO2-Emissionen. Die globalen CO2-Emissionen wachsen, und zwar rasant, trotz der CO2-Minderungspolitik, die in den letzten 20 Jahren versucht wurde. Das heißt, man muss heute konstatieren, diese konventionelle Klimapolitik der letzten 20 Jahre ist brachial gescheitert. Dynamisch wachsende Volkswirtschaften in Asien und wir haben eben in Europa auch jetzt andere Probleme, die in der politischen Tagesordnung der Priorität weit nach oben rücken. Nämlich Staatsdefizitskrisen, öffentliche Verschuldungskrisen und die Bereitschaft, weitere Subventionen oder staatliche Garantien für erneuerbare Energien zu zahlen, sinkt gen Null. Vielleicht nicht gen Null, aber sie geht rasant zurück. Und das wird natürlich auch die Energie- und Klimapolitik der nächsten Jahre bestimmen. Ich kann gerne noch darüber reden, was das für Alternativen gäbe.
wie man aus der Sackgasse auch rauskommen könnte, aber das ist eigentlich nochmal ein Seminar wert, da will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, es sei denn, ich werde danach gefragt. Ich glaube, es ist nochmal darauf hinzuweisen, dass es welche neueren Entwicklungen es auf europäischer Ebene beim Thema Energiepolitik gibt. Die Europäische Kommission hat meines Erachtens dort eine Rolle, ohne das in großen Pressemitteilungen zu verkünden, sondern es ist einfach nur eine normative Kraft des Faktischen, Anpassung an ökonomische Realitäten. Es gibt zwar einen Energiefahrplan bis zum Jahr 2050, in dem steht, da steht es von der Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften die Rede, steht dort aber neuerdings unter einer klaren Bedingung, steht drin, dass das in Europa allein überhaupt keinen Sinn macht, wenn der Rest der Welt nicht mitmacht. Es ist auch bemerkenswert, dass die EU-Kommission, da war der Treiber, das muss man deutlich sagen, der deutsche Energiekommissar Günther Oettinger, darauf verzichtet hat, erneuerbare Energieziele für die Zeit nach 2020 zu definieren. Der Grund liegt in all dem, was ich vorhin beschrieben habe. Die Energiewelt verändert sich rasant und es muss da möglicherweise neu nachgedacht werden, wie realistisch sehr ambitionierte Technologienutzungsziele für Technologien gemacht werden, die sich von selber nicht rechnen. Ich wiederhole das nochmal, das ist vor allem eine durch die Gesetze der Ökonomie, natürlich auch durch die Gesetze der Physik getriebene Entwicklung, die die Politik derzeit einholt. Die Politik vermag nicht ökonomische und auch nicht physikalische Gesetze zu gründen. Dass Wind- und Solarstrom, also Strom aus diesen Energieträgern generiert, nicht zuverlässig ist und starken Fluktuationen unterliegt und der Strom auch nicht speicherbar ist, gibt es keine im Horizont absehbare Technologie, die dann in absehbarer Zeit marktreif wäre, ist ein Fakt physikalischer, was die Kosten der Erzeugung des Stroms angeht, eben auch ein ökonomischer Fakt, an dem die Politik nicht so ohne weiteres vorbeikommt. Das ist sehr wichtig, das zu wissen. Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich gerade in Europa einen sehr breiten Energiemix aller Energieträger erleben, die wir heute kennen. Aber es ist sehr stark anzunehmen, dass die Erwartungshaltung, dass der überwiegende Anteil der erneuerbar sein wird, sich wahrscheinlich nicht erfüllt. Und einen letzten Aspekt will ich noch nennen. Pläne, politische Pläne, haben noch immer oder sind noch immer in der Realität gescheitert. Also insbesondere für die Energienutzung. Gucken Sie sich mal die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an. Dort gab es in den 50er Jahren mal einen großen Atomkonsens zwischen Konrad Adenauer und später Willy Brandt. Auch die SPD, die heute klar gegen Kernkraft ist, hat diesen Konsens damals mitgetragen. Damals war das Ziel, im Jahr 2000 kommt der deutsche Strom aus Atomkraft. Die Realität sieht so aus, dass wir bei 22% Anteil Atomkraft politisch entschieden haben, aus der Technik auszusteigen. Also in den 50er Jahren war das große Atomzeitalter, eine riesige Euphorie, so ähnlich wie heute bei den Erneuerbaren, hat damals noch niemand an Erneuerbare gedacht. Es ist vielleicht in Erwägung zu ziehen, dass es Anmaßung von Wissen ist, wenn man mit dem Wissen von heute einen Plan macht, der die Welt des Jahres 2050 oder darüber hinaus betrifft. Warum? Der technische Fortschritt, Innovationen sind nicht statisch. Die Welt verändert sich rasant, alle Tage, manchmal schneller um uns herum, als wir das in Europa in unserer Wohlstandssattheit wahrnehmen wollen, habe ich manchmal den Eindruck. Wir erleben dieses rasante Ändern, das über den Haufen werfen von Plänen mit dieser so eben beschriebenen Shale-Gas-Story gerade wieder. Da ist allein durch technischen Fortschritt und weil es Tüftler gab, die eine Explorationstechnik entwickelt haben, aus der sich das rechnet, ein ganz neuer Energieträger auf dem Markt erschienen, mit dem noch niemand gerechnet hat. Möglicherweise, und das sage ich jetzt ein bisschen als Schlusssatz, kennen wir die Energieträger der langfristigen Zukunft heute noch gar nicht. Es kann durchaus sein, dass sich künftige Generationen darüber lustig machen, dass wir im Jahr 2000 versucht haben, unseren Strom durch Windmühlen und Photovoltaik zu erzielen. Es könnte durchaus sein, die Welt und der Planet ist voller Energie, voller Energieströme und voller Energieumwandlungsprozesse. Die meisten davon sind von uns unverstanden.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann möglicherweise doch noch ein paar Prozesse gibt, die wir in Zukunft irgendwann mal nutzen, von denen wir heute noch gar nicht träumen. Ich rede jetzt nicht von einer Kernfusion, das ist auch eine Option in ganz ferner Zukunft. Aber es gibt auch, habe ich neulich vernommen, vom Massachusetts Institute of Technology in Nordamerika, interessante Forschungsergebnisse bei der Photosynthese. Also die Pflanzen aus Licht Energie machen. Das ist möglicherweise ein Energieumwandlungsprozess. Ich denke, dass es deshalb unter Umständen viel, viel sinnvoller ist, als gigantische volkswirtschaftliche Ressourcen in nicht marktreife Technologie zu pumpen, wie wir das bei Photovoltaik und bei Wind derzeit tun. Vielleicht nur einen Teil der Ressourcen dafür zu nehmen und in die Energieumwandlungsforschung zu stecken und die zu verstärken. Da kommen wir möglicherweise zu viel interessanteren und verheißungsvolleren Ergebnissen als in der Art, wie wir das heute tun. Aber Schlusssatz nochmal, gute Nachricht ist, Sie alle müssen sich keine Sorgen um die Frage machen, ob Sie in absehbarer, wahrscheinlich in Zeit Ihres ganzen Lebens, über genügend bezahlbare Energie verfügen. Ist genug da. Die Frage, ob die bezahlbar ist, beantwortet sich meines Erachtens vor allem dadurch, ob wir eine Energiepolitik machen, die marktwirtschaftlich ist, wo man Wettbewerb von Anbietern zulässt, oder ob wir eher eine Politik der politischen und staatlichen Interventionen betreiben, die in der Vergangenheit und in der Gegenwart eher dazu geführt hat, dass Preise weiter steigen. Also Energiepreise in schwer bezahlbare Höhen. Das war ein Punkt. Jetzt ist es, einfach eine Stunde. Kurz vor 9:30. Jetzt habe ich viel provokanten Stoff geliefert, glaube ich. Möglicherweise gibt es Rückfragen und Diskussionsbedarf und bin ich gerne bereit dafür. Und vielleicht was sammeln. Thank you.